So, yo, was geht ab, Leute, am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal, heute mal die Wohnungstour, also ein Real-Life-Video. Habt ihr euch ja sehr gewünscht, dass ich euch meine Wohnung bzw. meine Studentenwohnung mal zeigen soll, weil es jetzt nicht so eine komplette Wohnung, also ich habe kein Schlafzimmer, Wohnzimmer und so, also ist ja auch komplett unnötig für eine Person. Deswegen ist eine Studentenwohnung alles Wichtiges drin, aber ist einfach nur richtig nice. Und bevor ich jetzt losgehe, will ich noch eine kurze Sache euch sagen, und zwar, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Video- und Audioqualität, weil die wird wahrscheinlich nicht so gut sein, weil ich mit meinem Handy aufnehme, nicht mit einer hochwertigen Kamera, wie sonst jeder das macht. Deswegen beruhigt euch da auf jeden Fall, und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir direkt los zu meinem WC. Da hinten kommt man halt rein in die Tür, hier ist dann das WC, und machen wir jetzt mal eben auf. Hier ist ein kleines WC, aber es reicht vollkommen für mich. Hier ist das Waschbecken, da ist der Spiegel. Hier ist mein WC, meine Toilette, und hier ist dann meine Dusche, Jungs. Also es ist auf jeden Fall ziemlich cool, es läuft auf jeden Fall und es reicht auf jeden Fall für mich. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie ein 3-4 Meter Bad oder so für mich. Ist einfach unnötig, deswegen finde ich auf jeden Fall ganz cool. Hier kann man seine Schuhe lagern, wie ihr seht. Da ist das Laminat, was dann zu der Küche noch gehört. Also das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Wie gesagt, die Wohnung ist noch nicht fertig. Hier sind dann ein paar Gewichte. Liegt einfach daran, Jungs. Ihr wisst ja, dass ich so ein Jahr komplett verletzt war. Ich konnte kein Fußball spielen, und nach einem halben Jahr hatte ich einfach die Schnauze voll, einfach nichts machen zu können. Habe ich dann mit Fitness angefangen, weil Inscott, so, die haben das ja wirklich alle gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du hast einfach Interesse daran, hast eh Bock drauf. Deswegen habe ich dann einfach angefangen, ein bisschen Fitness gemacht. Lief auf jeden Fall ganz gut. Habe dann in 3-4 Monaten 18 Kilo zugenommen oder so. War auf jeden Fall ganz cool, hat Spaß gemacht. Deswegen habe ich dann angefangen, und ich werde wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder anfangen, weil jetzt im Winter habe ich eh keinen Bock. Und dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier ist dann mein Bett, Jungs. Ist einfach richtig nice, Mann. Sieht richtig chillig aus. Da oben sind LED-Kugel mit ein paar Fußballbilder. Und wie gesagt, hier ist dann mein Bett. Einfach richtig nice. Hier unten ist dann halt so eine Ecke gewesen. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Hab dann mir einen LED-Sitzwürfel geholt für den WM-Ball 2014 in Brasilien. Ist einfach ein richtig geiler Ball, finde ich. Gefällt mir unnormal gut. Hab dann mir den Sitzwürfel hier geholt, und später, jetzt ist natürlich noch hell, werde ich auf jeden Fall noch mein ganzes Zimmer noch mal zeigen, wenn ich dann die LEDs alle anmache. Aber jetzt ist natürlich hell, und das ist so ein kleiner Minuspunkt. Ich habe keine Rollos, Jungs, das ist ein bisschen kacke, weil ich kriege jetzt halt die ganze Zeit nicht das Rollo runter oder so, also ich kann es hier nicht dunkel machen. Dann im Sommer wird es dann auch schnell hell, deswegen das ist ein kleiner Minuspunkt, aber generell bin ich unnormal zufrieden. Natürlich fehlt noch viel. Da soll noch eine Kommode hin, da wo jetzt der Stuhl steht. Genauso wie da soll auch noch eine Kommode hin. Es muss noch so viel gemacht haben, aber hier wäre auf jeden Fall meine Anbauwand mit Fernseher. Ein paar Schränken hier unten. Ist meine Xbox 360 mit dem Kollege-Album und einem LED-Controller von der PS3. Der geht jetzt aber nicht an. Wenn ihr wollt, kann ich den auf Facebook verlosen. Müsst ihr mir einfach in die Kommentare schreiben. Und viele fragen mich auch, ey Flo, wo ist jetzt eigentlich das Gewinnspiel von dem Advanced Warfare für die PS4. Ja, Jungs, ich will es auf jeden Fall machen, aber ich habe immer noch keine Internetleitung. Ihr seht schon, eigentlich soll da unten dann das Internet-Dingsbums, die Fritzbox halt hin, da ist dann eigentlich die ganzen Internetkabel, und hier ist schon mal mein Telefon. Richtig nice, ich habe mein eigenes Telefon, aber es dauert noch ein bisschen, bis dann Kabel Deutschland mir endlich die 100k gibt. Also, wir müssen halt noch die Straße ein bisschen aufmachen, ein bisschen gucken, woran es liegt, dass hier noch nichts ankommt. Ist ein bisschen schade, aber kann man nichts machen. Und jetzt sind wir ungefähr hier in meiner Küche, Jungs. Hier ist meine Küche. Man kommt halt, wie gesagt, von hier. Kommt man dann halt hier so rein, Jungs. Ist ganz easy. Und kommt man halt hier rein, und die Schränke, die ihr jetzt hier seht, genauso wie der Glasschrank, das muss vom Vermieter drin bleiben. Deswegen ziemlich schade, aber vielleicht tue ich die einfach dann in den Keller. Aber der Glasschrank, der bleibt auf jeden Fall hier, weil hier lagere ich nämlich meine Pokale und da Gläser. Also sieht auf jeden Fall richtig chillig aus, Jungs. Und hier ist dann meine Küche mit Herd, Kühlschrank und so. Einfach so geil, als 16-Jähriger hier sein eigenes Reich zu haben. Es ist einfach so nice. Könnt ihr mir auf jeden Fall glauben, es ist richtig geil. Natürlich habe ich jetzt hier keinen Backofen. Da muss ich mir dann noch so einen Mini-Backofen holen, damit ich mir dann noch die Pizza machen kann. Weil ich kann eigentlich nur Nudeln und Pizza machen, mehr kann ich nicht. Deswegen, Pizza ist auf jeden Fall ein Muss. Deswegen brauche ich noch so einen Mini-Backofen. Und hier ist dann meine Zockerecke, Jungs. Warte, ich zeige euch das mal eben von Weitem. Da, also da, wo jetzt der Monitor ist, da soll eigentlich noch so ein kleiner Tisch hin oder generell so nochmal so ein Zockertisch, wo ich dann halt, falls ich mal einen dritten Monitor habe, dann mir einen dritten Monitor draufstellen kann, sonst halt einfach nur essen und so abstellen kann. Hier sitze ich dann beim Zocken.
das ist mein altgeliebter BenQ-Monitor. Ich habe ja schon angefangen, mit den Live-Commentaries zu machen. Der ist so geil, Jungs. Er ist so nice. Freut mich richtig, dass ich mir den gekauft habe. Der ist natürlich auch von hinten mit den beiden LEDs hier bestückt. Habe ich mir halt gekauft, aber jetzt ist es ja hell, da zeige ich euch das lieber nicht. Gleich am Ende werde ich euch auf jeden Fall das noch zeigen, wenn alles hier mit LEDs sind. Einfach richtig nice. Hier unten steht da meine PS4 da, die Triton-Box da, das Triton-Headset. Da der HDMI-Splitter, da die PS3. Da ist mein schlechter PC, da mein Blue Yeti. Und hier ist mein Sennheiser-Headset, was ich manchmal für Musik hören benutze. Hier ist mein PS4-Controller, der nicht mit SCUF ausgestattet ist. Also ich habe immer noch keinen SCUF. Da sind dann meine Philips-Boxen. Hier ist meine Razer Ricoh, die beste Gaming-Tastatur überhaupt. Ohne Spaß, die ist so nice. Dann halt meine Razer Imperator, mein HDP VR 2. Warum kein Elgato? Die hat irgendwie mit meinem PC nicht funktioniert. Deswegen, ich brauche unbedingt einen neuen PC. Hier ist mein Acer-Monitor, den ich davor zum Zocken benutzt habe. Und das war davor mein Monitor, den ich für die Desktop-Sachen benutzt habe. Und jetzt habe ich ja den BenQ SR, einfach richtig nice, der Monitor. Ohne Scheiß, richtig geil. Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich einen Cut machen und dann gleich euch mein Zimmer zeigen, wenn alles voll mit LEDs sind und so. Ich will mich da auf jeden Fall noch bei Monte bedanken. Also Grüße an dich auf jeden Fall, auch wenn du das Video nie sehen wirst. Richtig nice, dass er halt so viele LEDs hier verlinkt hat und so. Weil ich hatte früher, seht ihr auch an meiner alten Room-Tour, die vor 8 Monaten oder 9 Monaten war. Da hatte ich ja so eine LED-Leiste so an der Wand lang. Und die sollte blau sein, war lila und da hatte ich einfach keinen Bock mehr auf LEDs. Dann kam Monte auf YouTube und hat einfach richtig geile LEDs in die Beschreibung getan. Einfach richtig nice. Sieht so nice aus, Jungs, mit LEDs. Das verschönert dein Zimmer einfach nochmal um einiges. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es dunkel ist. Bei euch dauert 2 Sekunden, bei mir noch ein paar Stunden. Und dann würde ich sagen, bis gleich, Jungs. Oh yeah. So, wir sind jetzt fast 6 Stunden nach dem, sag ich mal, nach dem ersten Teil. Jetzt sind wir am Abend, wenn die LEDs angemacht worden sind. Ihr seht es, es sieht einfach so nice aus. Ich feiere das Zimmer immer mehr, ohne Spaß. Am Anfang hatte ich so meine Bezweiflungen, so ob das wirklich geil wird und so, aber es sieht so nice aus. Mein PC bzw. meine Monitore sind natürlich auch voll mit LEDs. Und hier ist jetzt der LED-Sitzsack. Das sieht so krass aus, Jungs. Ohne Spaß, mir gefällt das einfach so sehr. Und da oben die LED-Kugeln sind natürlich jetzt nicht so krass wie jetzt zum Beispiel der Sitzwürfel, aber ich finde, es sieht trotzdem richtig cool aus und natürlich mein Fernseher auch von hinten natürlich bestückt mit LEDs und ja, das ist auf jeden Fall jetzt mein Zimmer. Ich zeige euch das jetzt auf jeden Fall nochmal, wenn es jetzt so, wenn man hier reinkommt zum Beispiel. So, also, es sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Mir gefällt das Zimmer wirklich sehr. Ihr könnt jetzt natürlich auch in die Kommentare schreiben, wie euer erster Eindruck so von meinem Zimmer ist, beziehungsweise von meiner Wohnung. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich wirklich sehr freuen. Und eine Sache habe ich auf jeden Fall noch. Ihr könnt mir natürlich auch irgendwelche Vorschläge reinschreiben, wo ich noch LEDs hinmachen soll oder so. Werde wahrscheinlich hier an der Wand, werde ich wahrscheinlich ein Poster von meinem Logo mir holen und dann natürlich auch mit LEDs so umranden. Das sieht bestimmt richtig nice aus. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Zimmer mit den LEDs. Ich finde einfach, es sieht so nice aus. Mir gefällt es sehr. Und ich will mich jetzt auf jeden Fall auch noch bei euch bedanken. Wir sind jetzt mittlerweile wirklich fast 50.000. Es fehlen noch ein bisschen über 1.000 Abonnenten, bis wir die 50.000er-Marke erreicht haben. Es ist so krass. Ich bedanke mich wirklich bei jedem Einzelnen von euch, der wirklich meine Videos bewertet und einen Kommentar schreibt. Es freut mich wirklich sehr. Ich habe da wirklich so viele richtig korrekte Abonnenten am Start, ohne Spaß, wie Kampfhörnchen. Es sind einfach sehr viele. Ich will jetzt nicht genügend aufzählen, so, weil es sind wirklich sehr viele, die immer wieder einen Kommentar schreiben und ein Like da lassen. Ich finde es einfach richtig nice. Danke auf jeden Fall an euch alle da draußen, die das machen. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese Wohnungstour gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das hier gefällt. Mit den LEDs natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, das war es jetzt von dem Video, Jungs. Wenn ihr weiterhin irgendwie was mit Facecam machen wollt, mit Live-Commentaries und so, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und ich würde mich wirklich sehr heute über einen Daumen nach oben freuen. Für die Wohnungstour, Jungs, würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ja, das war es eigentlich jetzt von mir. Ich zeige euch jetzt nochmal einen kurzen Überblick von allem. Und dann war es auch für das Video. Wie gesagt, Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da schreibt ein nettes Kommentar. Und das war's von mir. Und habt noch einen schönen Tag und haut rein.